herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und ja eben auch Film- und Serienkritiken. Wir besprechen aktuell echt alles, was ihr auf den Streaming-Portalen an aktuellen Neuzugängen finden könnt und noch viel mehr Dinge, auf die wir Bock haben und ja alles, was auch mal ins Kino hätte kommen sollen. So unter anderem der Film Das neue Evangelium. Das ist ein Film, ja, da war eigentlich angedacht, dass der echt noch ins Kino kommt. Ich glaube, der wurde sogar verschoben und letztlich kriegt er jetzt noch einen Heimkinostart, unter anderem auch für Video on Demand. Und in dem Fall haben sich Java und Frosty diesen Film gegeben, von dem sie echt, glaube ich, eine Menge halten, sind sehr angetan, hört da unbedingt mal rein. Es folgt die Besprechung zur Doku-Serie Earth at Night, die aktuell bei Apple TV Plus erscheint. Da geht es quasi um Tiere in der Nacht und ich glaube, die Bilder sind es, die sehr beeindrucken, sowie die Stimme von Tom Hiddleston, der das ganze Ding, glaube ich, ja moderiert, wenn man so will. Und ihr könnt jetzt Kati und Manu lauschen, was sie dazu zu sagen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Kati auch gesehen hat, aber auf jeden Fall, der Manuel hat sich dazu ja wirklich, also Zeit genommen, hat sich alle 6 Ausgaben, die wir vorab sehen konnten, angeschaut und für euch besprochen. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Pinocchio, diese Realverfilmung, die bereits vor 1 oder 2 Jahren irgendwo auch lief. Ich glaube nicht, dass die es ins deutsche Kino geschafft hat, bin mir aber nicht ganz sicher. Und jetzt gibt es den aktuell bei Amazon Prime Video und deswegen wollten Lasse und Lida da mal einen genauen Blick drauf werfen. Das haben sie getan und für euch ein tolles Doppel aufgezeichnet. Leute, viel Spaß dabei, lasst es krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo alle miteinander. Wir sind heute zu zweit, um mit euch das neue Evangelium von Milo Rau zu besprechen. Ich bin die Java und auf der anderen Seite ist die Frosty. Hallo. Hallo und wir freuen uns sehr, zusammen für euch diesen fantastischen Film zu besprechen, der ja nicht so einfach einem Genre zuzuweisen ist. Frosty, wie siehst du denn das? Willst du mal eine kleine Zusammenfassung geben? Ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu machen, finde ich. Es ist ja ein Dokumentarfilm und der Dokumentarfilm geht auf den ersten Blick darum, wie ein Film oder wie das Neue Testament quasi neu verfilmt werden soll und diese Entwicklung des Theaterstücks dann quasi dokumentarisch begleitet wird, bis man dann merkt, es ist eigentlich gar nicht die Doku, es ist eigentlich schon der Film. So, es kippt so ein bisschen. Und drinherum ist dann halt, dass die Geschichte auf eine ganz neue Art erzählt wird. Denn Jesus ist hier dann im Grunde genommen ein Aktivist, der für bessere Lebensbedingungen auf den Farmen in Italien sorgen möchte. Genau. Um es mal ganz knapp zusammenzufassen und nicht zu viel vorwegzunehmen. Genau. Ich fand das auch ganz interessant, wie man so in den Film hineingeworfen wurde, weil, wie du auch gerade schon beschrieben hast, man hat den Eindruck, man ist in so einem Making-of von dem Film und im Kontext wurde dann deutlich, dass es eben der Milo Rau, der ja so ein Schweizer Regisseur und Theaterautor ist und der schon bekannt ist für gesellschaftskritische Stücke und Filme, dass der von der italienischen Stadt Matera, die 2019 Kulturhauptstadt war, angefragt worden ist, einen Film zu drehen. In einem Kontext, wo auch schon Pasolini das erste Evangelium 1964 und Mel Gibson die Passion Christi 2004 gedreht hatten. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hatte er sich die Stadt und den Kontext angeschaut und hat eben diese Flüchtlingslager entdeckt, die am Rande von Matera bestehen und gesehen, wie die Flüchtlinge dort leben. Und man begleitet dann eigentlich so einen Aktivismus, ne? Von Jüngeren und auch Italienern, die demonstrieren für ihre Lebensbedingungen. Und was ist dir denn da bei dem Film am meisten hängen geblieben? Das finde ich jetzt mal interessant. Das ist eine gute Frage. Das waren so viele verschiedene Eindrücke. Es geht ja schon allein damit los, dass dann ziemlich am Anfang gezeigt wird, wie leben die hier eigentlich, in was für Unterkünften leben die eigentlich. Und so diese extreme Armut auf der einen Seite, ne? Und dann dies irgendwie, wir wollen hier aber irgendwie ein schönes kirchliches Stück im Grunde genommen verfilmen. Das war irgendwie so ein Kontrast, so irgendwie. Man denkt erst so, ach, irgendwie, hier kommt eine tolle Filmcrew und irgendwie alles ist ganz schick und edel und dann kommt da sowas, wird man so mit der Realität der Schauspieler dann konfrontiert. Und also was für mich am eindrücklichsten war, wie dann man
von diesen einzelnen Personen dann immer ein Stückchen mehr von der Geschichte mitbekommen hat und wie es dann halt mit dem neuen Evangelium dann so verquickt wurde, wie dann an der passenden Stelle dann über den einen und dann mal über den anderen erzählt wird. Also dass im Grunde genommen diese ganze Geschichte um Jesus herum der Aufhänger dafür ist, aus dem Leben der Flüchtlinge zu erzählen. Also das fand ich, ja, das hat mich am meisten beeindruckt, so. So diese Art der Erzählung, ja. Ja, mir ging das auch so, dass es einerseits diese Art der Erzählung war, die Verschränkung von Realität und Fiktion. Und man musste sich die ganze Zeit, also ich habe immer den Eindruck gehabt, mein Gehirn versucht sich die ganze Zeit zu justieren und herauszufinden, ist es jetzt Realität oder Fiktion. Und ganz besonders sind mir Situationen hängen geblieben, wo er eben diese Casts macht. Er arbeitet ja mit ehemaligen Schauspielern von Pasolini und Mel Gibson, aber eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, mit Flüchtlingen und auch italienischen Laienschauspielern. Und diese Cars, wo er dann den Laienschauspielern nur die Situation vorgibt und die dann improvisieren, die haben mich besonders schockiert. Und da war es... Oh Gott, ich weiß, welche Szene du meinst, aber das war so schön. Ja. Das, also da ist man dann plötzlich mit Haut und Haar in derselben Szene, weil die improvisieren oder auch nicht und man weiß es eigentlich nicht so genau. Ne? Man weiß nicht genau, spielen die jetzt sich selbst und zeigen die ihre Meinung über Flüchtlinge oder improvisieren sie im Sinne von Fiktion. Und da fängt es dann an, wirklich zu flirren, ne? Zwischen eben einer Dokumentation, politischem Aktivismus oder auch einem Kunstprojekt. Ja, und auch so ein bisschen so dieses Entlarven der menschlichen Natur dann auch, weil das war ja auch so erst so diese Szene, da wird dann jemand gefragt, so ja, was für welche Rolle möchtest du denn vorspielen oder vorsprechen, was möchtest du denn gerne machen? Und dann so erst so ganz schüchtern, ja, ich weiß nicht so recht, irgendwie ist mir eigentlich relativ egal, was ich mache. Und dann überlegt er einen Moment und dann wird nochmal nachgefragt und dann, ach ja, so eine Folterszene wäre ja eigentlich schon ganz schön, wo ich dann auch nur erstmal so da saß, so, also, und wenn dann diese Szene dann auch noch irgendwie geprobt wird, also ich hatte wirklich das Gefühl, so, und ich meine, da wurde ja nur ein Stuhl stellvertretend für einen Menschen dann gefoltert, aber das war kaum anzuschauen. Also ich fand das extrem schwer erträglich, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man als Laienschauspieler so überzeugend diesen Hass spielen kann. Vielleicht täusche ich mich da ja auch, ne? Vielleicht ist das einfach ein super begabter Mensch gewesen, aber ich hatte das Gefühl, da kommt so viel Hass und so viel Freude an diesen blinden Zerstören irgendwie durch. Also das war also sehr, sehr eindrücklich. Das ging mir genauso. Also ich habe da auch Gänsehaut bekommen und dachte immer, wann hört das auf, wann hört das auf? Und das ging mir in einigen Szenen so. Das finde ich auch das Besondere an dem Film, dass der Milo Rau da keine Scheu hat, die Kamera einfach draufzuhalten und den Zuschauer das wirklich zu offenbaren. Also auch wie der italienische Anführer von Demonstrationen für die Flüchtlinge dann enttäuscht ist, dass er selber in dem Interview nicht vorkommt und ihm und dann sagt, er macht keinen Film, sondern er macht eben Politik. Das fand ich auch ziemlich eindrücklich, muss ich sagen. Ja, schon, da hat er ihm ja so richtig vorgeworfen, irgendwie so, nee, so geht das nicht, so können Sie das doch nicht machen, irgendwie, dass Sie nur den befragen und mich nicht, ne? Irgendwie, also wie sehr der sich gleich so in sich selbst angegriffen fühlt. Also. Genau. Ja. Und dann fand ich auch den Schluss des Films besonders toll, wo es dann eben um die Hinrichtung von Jesus ging. Und eben das Spannende ist ja auch, dass Jesus von einem politischen Aktivist Yvon Sagnier gespielt wird und auch Ex-Prostituierte, Kleinbauern, alle sind eben die 12 Apostel und die Gefolgschaft eben von italienischen Laienschauspielern und auch dem Bürgermeister von Matera gespielt wird. Und das hat dann für mich wirklich so ein, ja, so eine Begeisterung freigesetzt, weil ich dachte, das hat, kann gar nicht so sein, dass es einfach nur ein Film ist, eine Neuinterpretation der Schrift, sondern eben auch einen Effekt hat auf die Lebensbedingungen von den Flüchtlingen oder auf die Sichtweise auf die Flüchtlinge. Oder wie siehst du das? Man hofft es zumindest, ne? Also da war ja
bisschen weiter vorher irgendwie auch so im Rahmen der Castings dann so eine Szene, wo der Bürgermeister dann gefragt wurde, irgendwie, ja, warum möchtest du denn jetzt den spielen, irgendwie, der das Kreuz von Jesus dann ein Stück weit trägt? Und da hat das dann ja auch gleich sehr irgendwie mit seinem Amt als Bürgermeister verknüpft, so, ja, ich will natürlich für meine Mitbürger da sein und alles. Und wo ich dann, da hatte ich dann zwischendurch so das Gefühl, vielleicht ist das einfach auch nur ein sehr schlauer Politiker, der jetzt irgendwie diese Gunst der Stunde für sich zu nutzen weiß. Da war ich mir nicht sicher, inwieweit das wirklich feste Überzeugung ist oder inwieweit das einfach nur Pose von ihm ist. Also bin ich mir auch bis zum Schluss nicht klar geworden, ob das jetzt wirklich tiefe Überzeugung ist, so ja, irgendwie ich will als Bürgermeister natürlich für meine Menschen einstehen oder ob es einfach nur ist, so naja, wir wissen ja alle, dass das gut für unsere Stadt ist, ne? Aus diesem Impuls dann vielleicht kommt. Ich bin mir da unsicher. Ja, ich stimme dir zu, dass man das nicht so richtig einordnen kann. Es kann natürlich sein, dass es einfach politisches Gehabe war sozusagen oder Strategie, kann man auch sagen. Nichtsdestotrotz hat es ja dann am Ende einen Effekt auf die Lebensumstände der Flüchtlinge, ne? Das ist eben das, was dann diesen Film zu einem politischen Aktivismus auch macht, finde ich. Also das war jetzt auch gar nicht nur negativ gemeint, weil wenn das halt politisch ausnutzen will, aber halt auch genau dies damit dann verkörpern will, ne? Weil ich meine, der Jesus ist halt dieser schwarze Flüchtling und wenn er dann sagt irgendwie, ja, damit dann zeigt, guck mal, du bist halt auch Teil meiner Gemeinde und deswegen trage ich halt für dich dann auch was mit. Das ist ja auch eine politische Aussage und wenn daraus dann was Positives entsteht, bin ich die Letzte, die sagt so, oh nein, er hat es politisch ausgenutzt. Naja, ich meine, er ist ein Politiker, natürlich wird er Dinge politisch ausnutzen wollen. Wenn er dann auch wirklich diese Message dann weiter lebt, dann umso besser. Ja, da stimme ich dir bei. Und jetzt nochmal eine letzte Frage vielleicht. Wie fandst du denn die Musik? Ist dir die hängen geblieben oder hast du die gar nicht bemerkt? Oh, das ist jetzt leider schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, die war ja... Nee, ich kann mich jetzt leider nicht mehr so gut an die Musik erinnern, muss ich leider zu meiner Schande eingestehen. Ich glaube, es war so ein bisschen klassisch angehaucht die meiste Zeit. Aber kann ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Ja, also was mir hängen geblieben war, dass auch als man die Arbeitenden auf dem Feld gesehen hat, dass es dann so afrikanische Sklavenhalterschaft Gesänge waren, aber auf Italienisch. Das fand ich ganz schön. Okay. Nee, das ist mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Und zum Abschluss, Frosty, wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Das ist schwierig. Ich schwanke zwischen 3,75 und 5 Punkten von 5 möglichen. Weil was mir ein bisschen gefehlt hatte, war, es ist halt einfach ein sehr männerlastiger Film. Und irgendwie das, was man von Frauen gesehen hatte, die kommt zwar auch mit vor, aber halt alle mehr so am Rande. Und da waren ja auch diese Prostituierten mit bei. Die wurden quasi so in einer Szene abgefrühstückt und oh, und jetzt kümmern wir uns wieder um die Männerthemen. Das ist mir irgendwie ein bisschen negativ aufgestoßen. Da hätte ich irgendwie mehr erhofft und mehr erwartet eigentlich. Aber ansonsten war gut anzuschauen, auch wenn es teilweise halt schwierig war aus den beschriebenen Gründen. Und lässt einen auch zurück mit so dem Bedürfnis so, ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Also insofern, das mag ich halt immer, wenn man von Film zum Denken angeregt wird. Also auf jeden Fall eine Anschauempfehlung. Und wie siehst du das? Ja, also ich habe heute schon zu Mo gesagt, es ist der beste Film des Jahres. Also ich finde wirklich diese Mischung aus Fiktion, Doku und politischem Aktivismus und Kunstprojekt fantastisch. Und dass der Betrachter so auf die, ja, so gechallenged wird sozusagen, das selber für sich eben die ganze Zeit einordnen zu müssen und wie du auch gerade schon gesagt hast, zum Denken angeregt wird, wie die eigene Meinung gegenüber Flüchtlingen ist oder was kann ich eigentlich auch tun, das finde ich richtig toll. Also hat mich auch vor allen Dingen der italienische ältere Herr da, der diese Demonstration geleitet hat, der hat mich an einen griechischen Aktivisten erinnert, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, auch bei so einer Flüchtlingshilfe in Griechenland, der einfach so viel Energie hat und so viel für diese Flüchtlinge macht, dass mich das total beeindruckt hat. Vielleicht hat es mich auch daran erinnert und deshalb würde ich dem Film auf jeden Fall 5 Punkte geben. Ja, ist doch schön.
Auf jeden Fall ein schöner Film und ich würde sagen, wir beide geben eine Guckempfehlung. Auf jeden Fall. Okay, das war es von unserer Seite für euch heute. Schaut den Film im Kino an, das ist wirklich sehenswert und bis bald von meiner Seite. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Wir reden heute über die Wellen in Farben der Nacht. Und mit mir weine ich den Manuel, hi. Moin. Und ich bin die Kathi. Und du hast, wie gesagt, die Wellen in Farben der Nacht auf Apple TV Plus gesehen, wenn es stimmt? Genau. Und das erscheint jetzt am 4.12. Und magst du vielleicht erzählen, um was geht? Auf jeden Fall. Produziert, kann ich noch ganz kurz sagen, wurde die Serie von Offspring Films. Die haben jetzt mittlerweile schon verschiedene Natur- und Wildlife-Produktionen gemacht. Zum Beispiel eine Episode für die, ich glaube, vor 2 Jahren erschienene Serie Live. Das heißt, es handelt sich jetzt um eine Naturdoku. Und gesprochen wird die ganze Doku von Tom Hiddleston, den die meisten wahrscheinlich als Loki kennen. Und ich glaube, er hat jetzt auch schon einige andere, ja, Comic- oder animierte Filme quasi vertont. Und es geht um, die Serie besteht aus 6 verschiedenen einzelnen Episoden, jeweils ungefähr 1/2 Stunde lang. Und quasi in jeder Episode wird ein anderer Kontinent gefilmt und besucht. Und das Besondere an der Serie ist, dass zum ersten Mal, das wird auch oft genug betont, zum ersten Mal quasi während der Nacht die Tieraktivitäten gefilmt werden können, weil es wohl Kameratechnik mittlerweile gibt, die erlaubt, quasi im Mondlicht zu filmen und jetzt das erste Mal Einblick bekommen kann in, ja, was macht eigentlich ein Löwe nachts oder was macht ein Bär nachts? Sie sind halt gar nicht alle nur am Schlafen, sondern auch gerade mit der Verstädterung heutzutage sind tatsächlich sehr viele Tiere, zumindest die gezeigt wurden, verändern ihre Verhaltensweisen so, dass sie einfach viel, viel nachtaktiver werden im Vergleich zu früher. Und das heißt, es ist auf jeden Fall eine spannende Welt, die sich da eröffnet und man vorher halt nicht unbedingt so mitbekommen hat. Okay, das klingt sehr interessant. Und weil du gemeint hast, mit der speziellen Kameratechnik, dann nehme ich mal an, dass die Bilder einfach sehr schön sind, die ganze Doku über. Ja, also ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, kann nur sagen, also das muss einfach jeder gucken. Das ist so meine Einstellung. Ich bin Hobbyfotograf und habe letztes Jahr angefangen, in der Nacht Astrofotografie und so zu machen. Darum habe ich mich jetzt sehr stark auch eigentlich für die Serie interessiert und Naturdokus finde ich immer gut. Und ich sag den Leuten immer, geht einfach mal nachts raus und sucht euch mal ein dunkles Fleckchen und guckt euch nur die Sterne an. Das ist schon der Wahnsinn. Und dabei jetzt dann noch irgendwie, weiß ich nicht, die verschiedensten Tiere zu beobachten, was sie nachts machen, ist einfach, also ich fand es komplett atemberaubend. Ich fand es richtig gut. Und das Interessante war irgendwie, dass man gar nicht realisiert oft, dass es nachts ist. Also jede Episode fängt an in der Abenddämmerung so oder tagsüber mit einer kleinen, weiß ich nicht, 30-sekündigen, einerminütigen Einleitung und dann wird es halt beim Film Nacht. Und normalerweise ist dann die, ja, was die Kameras dann an Bildern aufnehmen, einfach relativ schwarz-weiß und dunkel. Und dann schalten sie quasi in ihren genialen Kameramodus, stümperhaft ausgedrückt, und es wird halt Tag in der Nacht. Und ab da ist quasi dann das meiste natürlich auch in der Nacht gefilmt und sieht eben aus, als wäre es am Tag gefilmt. Und man muss sich dann öfter mal wieder tatsächlich dran erinnern, dass es nachts gefilmt ist. Das wird dann natürlich noch oft auffällig, weil es dann also Szenen gibt, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, ein Jaguar-Pärchen gefilmt wird, was dann vor einem Sternenhintergrund sitzt. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ne? Und solche Sachen passieren eigentlich andauernd, dass man irgendwie richtig coole Aufnahmen hat, die einen, ja, also die einfach toll aussehen. Ne? Und wenn man dann noch den passenden Fernseher dabei hat, dann sieht das sicherlich gut aus. Okay, das klingt ziemlich cool. Und gab es irgendwas, was die Szene in Erinnerung geblieben ist? Irgendwas, was du gelernt hast oder eine Szene, die einfach so gut ausgeschaut hat oder
sonst irgendwas? Gelernt, also ich fand tatsächlich gelernt relativ viel tatsächlich, weil die ganzen Sachen, ich meine, man hat schon mal einen Löwen gesehen und eine Hyäne und so Afrika, das hat man irgendwie alles schon mal gesehen. Finde ich immer dann jetzt nicht so beeindruckend, aber es gibt dann spätere Folgen, wo es zum Beispiel um Städte geht, tatsächlich. Da wird dann Chicago oder Los Angeles besucht, was da einfach auch an Tieren am Start ist. Also der Wanderfalk in Chicago jagt dann irgendwie Vögel aus der Luft, was sie halt gefilmt haben. Oder es gibt dann ein, was war es nochmal hier in Los Angeles, irgendeinen seltenen Tiger, glaube ich, so, der am Stadtrand wohnt, solche Dinge. Und dass die Tiere eben tatsächlich ihr Verhalten auch ändern und anpassen an diese, ja, neuen Begebenheiten, dass tagsüber überall einfach super viel los ist und alles laut ist. Zumindest jetzt in Gegenden, wo auch noch Städte sind, fand ich ziemlich cool, so zu erfahren. Die besten Szenen für mich fand ich tatsächlich fast die ohne Tiere. Das ist ein bisschen gemein. Aber es gibt die vierte Episode, da wird quasi einfach der Sternenhimmel sehr oft gezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Kontinent der spielt. Ich glaube, könnte fast Europa sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und da werden einfach ganz viele tolle Aufnahmen von Nordlichtern und der Milchstraße gezeigt. Und dann wird auch derjenige, der Kameramann, der die Bilder gemacht hat, quasi begleitet, wie er 8 Kilometer lang bei minus 20 Grad 4 Stunden lang auf seinen Schneeschuhen durch den Winter stapft, nur um den dunkelsten Fleck zu finden, den er da irgendwie kriegen kann, und dann ja, total tolle Aufnahmen macht. Und dadurch, dass, ja, wie gesagt, in jeder Episode ungefähr 10-mal betont wird, dass es das erste Mal ist, dass man dieses Tier bei Nacht filmt, vermute ich mal, dass man schon relativ viel davon auch lernen kann. Ich kann immer nicht einschätzen, was jetzt, bin ja kein Experte, was man da so schon weiß vom Verhalten, aber denke mal, dass da auch vielleicht wissenschaftlich sogar was bei rumkommen kann. Aber ja. Okay, es klingt auf jeden Fall sehr faszinierend, wie du darüber redest. Ich meine, manchmal hat man über Dokus und bei Tierdokus, wenn man das alles schon mal gesehen hat, dass es irgendwie langweilig sein könnte, aber den Eindruck habe ich bei der Doku jetzt gar nicht, dass da irgendwie Längen oder sind, die Fahrt. Genau, es gibt, wie gesagt, so ein paar Episoden, die finde ich nicht so, also die erste finde ich zum Beispiel jetzt nicht so überragend im Vergleich zu anderen, und gerade die letzten 3 Episoden fand ich deutlich besser als die ersten. Fand einfach vom, weiß nicht, da werden dann, dass die eine davon ist eben, wo die Städte angeschaut werden, die andere ist dann die, da werden dann, das ist die mit den Nordlichtern der Milchstraße, nur so als Bei-Effekt quasi, aber da werden Bären begleitet, und die fand ich eigentlich am interessantesten, aber langweilig fand ich die alle nicht, weil die natürlich auch alle so dem Schema folgen, okay, wir begleiten das eine Tier, das bekommt natürlich einen Namen und das muss jetzt irgendwie diese Nacht überleben oder so, ne? Muss jetzt sich auf Beute suchen gehen oder ist jetzt verletzt und muss seine Mutter wiederfinden oder sowas. So ein ganz, ja, so eine Vermenschlichung passiert da halt, um quasi so eine Geschichte dann daraus zu machen, was sehr gängig ist. Und das funktioniert halt. Okay, also das ist eine klare Schauempfehlung von deiner Seite. Absolut. Also alleine schon, weil man nachts selten rauskommt und solche Sternenhimmel auch selten zu sehen bekommt. Gut, dafür könnte man sich wahrscheinlich auch was anderes angucken. Aber also auf jeden Fall angucken, ja. Okay, sehr gut. Magst du noch was sagen, oder? Ich würde noch hinzufügen, was ich richtig cool fand, war, dass es am Ende jeder Folge so, also die Folgen sind so 30 Minuten und am Ende jeder Folge so für 5 Minuten gibt es quasi ein nicht so ein Making-of, eher so Behind-the-Scenes von der eigentlichen Episode. Und da wird dann, ich finde, es könnte mehr über Kameratechnik geredet werden, okay, aber es wird nochmal so ein bisschen beleuchtet, was jetzt dahinter steckte, diese Aufnahmen zu bekommen. Und so ein bisschen mit einer zweiten Kamera quasi mitgefilmt, während die eigentlichen Aufnahmen entstanden. Das finde ich immer richtig cool, wenn sowas mit drin ist. Und weil es halt schwer ist, wertzuschätzen, wie schwierig diese Aufnahmen sind. Und das wird dann dadurch vielleicht so ein bisschen vermittelt. Und das fand ich extrem gut. Ich könnte mir da eine ganze Episode zu angucken. Sehr cool. Und ja, aber das wäre das Letzte. Sonst hätte ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Sehr cool, ja. Wie viele
Punkte von 5 neuartigen Kameratechniken wirst du dem geben? Ich wäre mit 4,8 oder so dabei. Also schon sehr ordentlich. Nah dran. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Uns halten keine Fäden fest. Wir geben jedem Film den Rest. Und damit herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch heute mit euren Kritikern Lasse und Lida. Hallo. Hallo. Ja, und heute geht es um eine weitere Verfilmung des Stoffes Pinocchio. Eine Verfilmung, die schon 2019 im Ursprungsland Italien rausgekommen ist und anscheinend jetzt erst so wirklich eine deutsche Auswertung findet, so direkt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor sehr, sehr langer Zeit schon Kritiken zu dem Film gelesen habe und dann ist er irgendwie vom Radar verschwunden. Weißt du da genaueres drüber? Ja, denn eine war vielleicht sogar von mir. Der Film lief nämlich dieses Jahr auf der Berlinale, die ja als einziges größeres Filmfestival unter den Corona-Lockdowns durchgeschlüpft ist. Ganz kurz davor, 2 Wochen davor, war sie zu Ende. Und da lief im Wettbewerb, außer Konkurrenz sozusagen, auch von Matteo Garrone die Pinocchio-Verfilmung. Wurde sehr positiv aufgenommen. Alles klar, verstehe. Allgemein wurde der ziemlich positiv aufgenommen. Ja, Matteo Garrone hat inszeniert und als bekannteste Name, der hier beteiligt ist, ist selbstverständlich Roberto Benigni in der Rolle des Geppetto, welcher ja auch schon einmal in seiner eigenen Pinocchio-Verfilmung die Titelrolle gespielt hat. Und daran will sich lieber niemand mehr erinnern. Ja, die meisten kennen ihn von zum Beispiel, ich verwechsel das immer mit, ist es das Leben ist schön oder ist das Leben nicht schön? Ich verwechsel diese beiden Filmtitel immer. Das Leben ist schön, also so quasi Aussagesatz. Der mit dem Fragezeichen ist der berühmte Weihnachtsklassiker, den wir jetzt bald auch wieder reingewirkt bekommen. Genau, richtig. Aber ja, das ist der Life is Beautiful ist der englische Titel von dem KZ-Film, für den er ja auch den Oscar gewonnen hat. Ja, dieses Ding hier, wie gesagt, ich habe schon ziemlich früh da Kritiken für gelesen. Das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein, garantiert. Und hat mich interessiert, aber dann ist es irgendwie entkommen. Und dann haben wir die Möglichkeit bekommen, ihn hier für den Telestammtisch zu besprechen, wofür ich sehr dankbar war. Wie ist deine Verbindung mit dem Quellmaterial? Ich habe das, wie schon manche von euch vielleicht, auch als Kind gelesen, in einer etwas verkürzten Version mit mehr Bildern. Und schon damals war ich eigentlich angenehm überrascht, denn in meiner Phase, wo ich angefangen habe, mich für so ein paar Klassiker ein bisschen zu interessieren, hätte ich nicht erwartet, dass das Original so eigentlich interessant, gesellschaftskritisch und auch düster ist. Wer jetzt die recht süßliche Disney-Version, die aber auch einige düstere Momente hat, wenn man sie mit späteren überzuckerten Werken im modernen Disney-Kanon vergleicht, kennt, der kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man an Grimms Märchen denkt. Da haben wir ja auch einmal dieses Populärmaterial, was jeder so kennt, mit viel Kitsch und Tralala. Und dann gibt es die Original-Grimms-Märchen, wo dann schon mal Füße abgehackt werden oder Augen ausgestochen. Ganz so hart geht es bei Pinocchio nicht zu, aber es gibt doch eine Reihe recht gruseliger Szenen und auch gesellschaftssatirischer Szenen, die sich vielleicht nur Erwachsenen so richtig in ihrer Tiefe erschließen und die Kinder mehr oberflächlich als Klamauk wahrnehmen. Ja, absolut. Ich bin einer der von 2 Leuten vielleicht auf diesem Planeten, die nicht den Disney-Film gesehen haben. Das ist, ich meine, jetzt durch Disney Plus ist der Zugang. Ich könnte ihn jederzeit gucken, werde ich jetzt auch nach dem Film endlich mal tun. Ich kenne nur Clips daraus und sonst kenne ich verschiedene andere Verfilmungen. Es gibt eine mit Jonathan Taylor Thomas in der Hauptrolle. Ich glaube, die war fürs Fernsehen. Ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher. Es gibt verschiedene andere Adaptionen fürs Fernsehen, darunter ja auch ein Anime. Gibt Theaterstücke, bla bla bla. Es gibt unfassbar viel für Pinocchio. Und Pinocchio spielt ja auch eine sehr prominente Rolle in dem Shrek-Franchise als Figur. Aber ja, letztendlich war dieser Film hier, weil ich halt auch gehört habe, das Buch ist halt im Vergleich zu verschiedenen anderen Sachen doch schon fast ein bisschen sadistisch veranlagt. Dieser Film hier hat mich als etwas erwischt, wo ich mir dachte, das fühlt sich an wie ziemlich nah dran am Material. Mit vielleicht einigen Freiheiten hier und da. Und ich wurde teils mit positivem Eindruck, aber teils auch sehr verwirrt zurückgelassen von diesem Ding. Das passt eigentlich ganz gut zur Vorlage, denn Pinocchio wurde ja erst als eine Reihe von kleinen Kurzgeschichten verfasst von Carlo Collodo, die
wie dem Autor und dann nochmal als ein durchgängiges Kinderbuch veröffentlicht. Das heißt schon, die Quelle ist ein bisschen zerstückelt und hat auch dieses Episodische. Das heißt, dass sich bestimmte Elemente ein bisschen wiederholen und man mehr das Gefühl hat, Pinocchio erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Er ist so ein bisschen der klassische Held oder wir können auch so an die Figur des Narren aus vielen Märchen denken. So, es gibt dann so die typischen starken Helden, die scheitern und dann diesen glücklichen Narren, der trotz seiner Naivität am Ende zum Helden wird. Und das ist so ein bisschen Pinocchio, der ja auch eine klassische Reifegeschichte erfährt. Er wird zum Menschen oder beziehungsweise entdeckt seine Menschlichkeit. Am Anfang ist er, wie viele Kinder oder auch Erwachsene, recht gemein und egoistisch und wird dann zum Menschen dadurch, dass er eben lernt, immer mehr für andere auch da zu sein und so eine soziale Komponente und Verantwortung zu entwickeln. Ja, diese Form der Entwicklung fehlte mir hier irgendwie ein bisschen. Ich hatte ganz, ganz seltsame Gefühle bei diesem Ding. Einmal, was mich halt nicht auf positive Weise überrascht, dieses Ding ist 2 Stunden lang. wo ich dann dachte, guter Gott. Und halt in dem Sinne auch, sie haben sich nicht wirklich meiner Ansicht nach bemüht, das auf irgendeine Art zu adaptieren, dass es als Drehbuch funktioniert, sondern es wirkt für mich einfach irgendwie so Schritt für Schritt abgefilmt. Und deshalb fühlt es sich auch dass das Pacing so ein bisschen schneckenhaft an und eben ja auch die Tatsache, dass sich halt bestimmte Sachen wiederholen, ohne dass wirklich irgendwas gelernt wird teilweise. Das ist so war ich dann so irgendwie dieser Typ, der so relativ unbedarft da herangeht, obwohl ich ja verschiedene andere Adaptionen kenne. Aber das hatte eben auch dann teilweise genau dieselben, ich hatte ja genau dieselben Probleme, die ich auch schon mit anderen Adaptionen davon hatte, wo ich mir dachte, es ist ein bisschen zu unnahbar. Und hier fand ich Pinocchio auf eine Art dargestellt, wo ich ihn nicht wirklich groß liebenswert fand oder ich wirklich mit ihm mitfiebern konnte. Das ging mir genauso. Allerdings ist dieses Element schon sehr in der Vorlage da und Pinocchio ist konzipiert. Das wurde dann durch die vielen süßlichen, verniedlichenden Verfilmungen etwas verzerrt in unserem Allgemeinbild, das wir von Pinocchio haben. Es ist ja oft so, man hat ein Populärbild, das sich in der Gesellschaft gebildet hat von bestimmten ikonischen Figuren und dann gibt es nochmal das Original. Das Original ist eigentlich vielmehr ein Anti-Held. Pinocchio ist in der Vorlage nicht wirklich sympathisch, er ist nicht gemeint als Sympathieträger, den Kinder unbedingt gern haben sollen, sondern mehr als eine Art abschreckender Anti-Held, wo Kinder sagen sollen, oh je, wie kann man denn so gemein zu seinem lieben Papa sein? Geppetto zum Beispiel tut einem öfter leid, weil er da wirkt deutlich die leidende Figur ist, obwohl er immer lieb und wohlmeinend gegenüber seinem Ziehsohn, Pinocchio ist ja da ja so eine Art magisches Wesen ist, kein wirkliches leibliches Kind ist, ist Geppetto immer sehr gute, fürsorgliche Vater und wird dann aber trotzdem ziemlich arg bestraft oder kommt immer wieder in brenzlige Situationen, obwohl Geppetto selber auch bei weitem kein perfekter Mensch ist. Und so haben wir Pinocchio immer eher als Negativbeispiel vor Augen. Auch gibt es relativ wenige richtige Sympathiefiguren. Es geht sehr doll in dem Buch darum, wie gemein, gefährlich, verschlagen, kriminell und bürokratisch die Welt ist, was aber auch auf das Italien des 19. Jahrhunderts, wo dieser Roman ja entstand, absolut zutrifft. Gerade die Bürokratie und die gesellschaftlichen Probleme sind ein großes Thema, auf das Collodi immer wieder sich bezieht in seinen Werken. Ja, das ist hier vertreten, aber diese Szene, wenn er, was mich eben so mega verwirrt hat an dieser Welt, ist die Tatsache, dass du dann diese Tiermenschen hast teilweise. Und da gibt's diese Szene, wo er vor dem Richter steht und das ich glaube, der Richter war ein Affe. Und dann, das ist ja auch dann, eindeutig, worauf das denn sowas anspielt, wenn die hohe Gerichtsbarkeit quasi durch einen Affen, der ja symbolisch ist, obwohl das klare Tierchen sind, ja für Dummheit, dann für seine Unschuld verurteilt wird, dann ist das ja die eindeutigste Satire auf den italienischen bürokratischen Gerichtsapparat. Ja, das ist. Ich habe mich halt gefragt, wie passt das hier genau dazu? Gerade zu diesem pseudo-realistischen Ansatz, an dem sich der Film so visuell auf jeden Fall auch versucht, weil das wirkte, dieses ganze Szenario mit dem Richter, das wirkte für mich wie aus Alice im Wunderland übernommen direkt. Halt die Art und Weise, wie der Dialog ist, wie die Logik dort aufgebaut ist und eben auch die Tatsache, dass ab und zu Tiermenschen rumlaufen und niemand kommentiert das wirklich, aber die extrem wirklich wie Tiere aussehen, die kommen auch nicht wirklich mit anderen Menschen vor. Halt die einzigen, die so halbwegs Interaktion haben mit anderen Menschenfiguren sind da Katze und Fuchs. Und die sind eben auch sehr viel subtiler gestaltet als die anderen Tierwesen, wo du dann teilweise Leute mit Schnäbeln hast und großen Ohren und so weiter und so fort. Und dann eben ja auch die Grille. Und deshalb, ich war halt verwirrt davon, wie genau, was ist das genau für eine Welt? Wie funktioniert diese Welt? Halt, das passte nicht
nicht wirklich zu dem Rest des Ansatzes, den der Film bemüht hat. Ja, ich denke, da gibt es Elemente, die wir schon in älteren italienischen Theaterstücken drin haben, wie zum Beispiel Volpone, der Fuchs, dass bestimmte Tiere ja auch symbolisch sind für Charakterzüge, gerade in der Commedia dell'arte und dieser ganzen Tradition, auf die das ja letztendlich auch irgendwo zurückgeht. Das ist ja ein Teil von Collodis Kultur. Und wer Volpone zum Beispiel gelesen hat, das ist jetzt ein englisches Stück, aber das sich auch ganz stark auf die Commedia dell'arte beruft, der kennt das ja, dass jeder Charakter dann einen tiererischen oder tieranspielenden Namen hat und dadurch auch eine bestimmte Charaktereigenschaft symbolisiert wird. Und so habe ich das hier ähnlich auch gesehen mit Fuchs und Katze und dem Affen und der Schnecke und so weiter. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, deine Kritik, und finde die durchaus berechtigt, dass mein Eindruck hat, manchmal geht so ein bisschen das... die Optik über den Inhalt, die Maske ist großartig, auch die Kulissen haben mir sehr gefallen, aber man hat oft den Eindruck, dass es dann mehr darum geht, wie toll das Ganze ausgestattet ist, als was dann jetzt wirklich substanziell die Story uns vermittelt. Ja, ich fand, visuell war der Film großartig. Das fing direkt an von Anfang an. Also ich war absolut begeistert von der Optik. Es ist auf eine Art und Weise, es sind so entsättigte Farben, es ist natürliche Beleuchtung, die Kulissen sind größtenteils sehr natürlich gehalten. Ja, das Make-up ist toll, du hast sehr wenig CGI-Effekte. Insgesamt ist das ein wirklich, wirklich toller visueller Eindruck, und eben auch in der Art und Weise, wie sie mit praktischen Effekten arbeiten. Das sieht teilweise sehr gruselig aus. Ich werde von diesem Fisch noch wahnsinnig Albträume haben, und zwar nicht von dem großen Fisch. Aber es ist halt trotzdem dieser Ansatz mit, wir machen das alles mit Make-up und es wirkt irgendwie so verfremdet und seltsam. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Insgesamt auch schauspielerisch fand ich, war das alles relativ gut besetzt. Gerade halt Roberto Benigni hat mich sehr positiv überrascht. Der hält sich so mit seinem Chargieren sehr zurück und spielt einen sehr netten Geppetto, obwohl er halt für den Großteil des Films erstmal von vor der Kamera verschwindet. Aber ich fand auch, die anderen waren angemessen für ihre Rollen. Man kennt die ja allgemein so, diese Art von Figuren, die sie spielen. Die, was mich extrem irritiert hat, ist die Marianne Wacht, glaube ich, heißt sie. Das ist eine französische Schauspielerin. Sie sah als die gute Fee exakt aus wie Jessica Chastain. Halt nur mit blauen Haaren statt roten. Also ich dachte, ist das? Also das ist die perfekte Jessica Chastain-Doppelgängerin. Ja, das ist mir nicht so sehr aufgefallen. Aber auch da fand ich die Schauspielerei durchaus überzeugend. Und auch die Kostüme haben mir sehr gut gefallen. Und ich denke, es ist sogar ein ganz guter Lehrfilm insofern, als dass man sieht, dass viele Elemente, die man typischerweise mit Pinocchio verbindet, nämlich diese blaue Fee oder dieses Element der wachsenden Nase, wenn Pinocchio lügt oder ängstlich ist, dass die eigentlich nur ein ganz kleines Element in der Originalstory sind, die viel reichhaltiger ist und viel komplexer und vielfältiger als diese paar kleinen Gags, die man so kennt. Oh, wenn Pinocchio schwindelt, wird seine Nase groß. Ja, das spielt hier wirklich nur in einer Szene eine Rolle tatsächlich. Und die Art und Weise, wie das dann gelöst wird, ist auch sehr hübsch und auch relativ ikonisch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das woanders auch schon mal gesehen hatte. Und ja, eben auch die Tatsache halt, was die Schule, bla bla bla, das mit dem Wunderland und so weiter und so fort. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass da nur Jungs sind und keine Mädchen. Das ist ja wahrscheinlich auch zeitkorrekt, denn das ist ja noch nicht so eine relativ neue Institution, dass Jungen und Mädchen, also das Mädchen überhaupt zur Schule gehen können. Das war ja noch eine Zeit, als Bildung ein Privileg der Reichen war. Driften wir auch wieder darauf hin, auf diese Zeit, ne? Und dass es keinen koedukativen Unterricht gab. Also Jungen und Mädchen getrennt zur Schule gingen und Mädchen meist gar nicht. Gerade eher in der ländlichen italienischen Gegend. Das ergibt natürlich Sinn. Ich fand das dann eben nur so interessant, wenn dann da in diesem Spielzeugland oder was auch immer und dann laufen deine Jungs rum, dachte ich mir, das ist bestimmt auch entweder eine Anspielung oder ein Kommentar auf irgendwas. Und das fand ich in dem Sinne dann auch. Ach so, du meinst im Spielzeugland. Ich dachte jetzt in der Schule, dass du in der Schule... In der Schule hatte ich da gar nicht wirklich drüber nachgedacht, aber da hätte es mir auch auffallen sollen. Ich hatte dann vor allem im Spielzeugland gedacht, wo ich mir denke, spielen Mädchen nicht auch in dieser Zeit irgendwie? Wollen die nicht auch? Ah, ich denke, das ist wieder diese typische Perspektive des Autors. Es ist leider oft so, dass männliche Autoren sich eine Welt vorstellen, die fast nur von Männern bevölkert ist und in der Frauen nur als Symbole oder Randfiguren, die mit Männern nur interagieren, wenn sie für die männliche Biografie eine Bedeutung haben, auftreten. Also das ist nicht so selten, dass denkt man sowas wie Peter Pan, da tauchen ja im ganzen Buch drei Frauen auf und Dutzende männliche Charaktere. Also es gibt da ganz wenige Ausnahmen, aber wenn man jetzt mal die klassischen Kinderbücher durchgeht, Huckleberry Finn, da gibt es eine weibliche Figur, ja, zwei, also eine Randfigur, genau, und sonst in ganz Huckleberry Finnland. Also das ist ja nun keine Ausnahme.
Und die sind entweder Erziehungsfiguren oder Love Interest, genau. Und halt Pinocchio hat hier kein, es fängt fast an mit der Fee als eine Art Love Interest, oder wenigstens als eine Freundin. Und diese wird dann zu einer Mutterfigur für ihn später. Das, was ich eben auch sehr interessant fand. Ansonsten halt bei Peter Pan gibt es wenigstens die Begründung, dass halt die verlorenen Jungs kommen hier nur nach Nimmerland, weil sie aus dem Kinderwagen fallen. Und Mädchen fallen nicht aus dem Kinderwagen. Ne? Sie passen besser auf. Genau, aber halt, ich verstehe absolut deine Begründung auch. Ansonsten halt, ich weiß nicht, was ich sonst noch groß wirklich drüber sagen kann, abgesehen davon, dass mir der Score auch sehr gut gefallen hat. Ich meine, Dario Marianelli ist eher ein sehr verlässlicher Komponist. Und ich finde es schade, dass ich nicht schon ein bisschen früher auf diese Musik hier gestoßen bin, weil ich fand die Musik wirklich sehr hübsch. Insgesamt optisch alles toll. Das Problem war halt nur wirklich für mich, ich heb mir das am besten fürs Fazit auf. Kannst du sonst noch irgendetwas Ergänzendes hinzufügen, was dir vielleicht gefallen oder nicht gefallen hat? Ich denke auch, dass ich alles gesagt habe. Auf jeden Fall aber, dass der Film trotz einiger düsterer Momente auch für Kinder geeignet ist. Ich möchte nur als kleine Triggerwarnung vorweggeben, dass es ein paar Szenen gibt, in der Tieren, wenn auch nicht real, aber doch mit tricktechnischen Mitteln Gewalt zugefügt wird. Also wer den Film mit Kindern gucken soll, möchte, der kann das ruhig machen. Es ist ein gut geeigneter Film für Kinder, sollte aber darauf vorbereitet sein und vielleicht sich nachher auf ein paar Erklärungen noch ein bisschen trösten einstellen, weil es doch ein, zwei Szenen gibt, wo Tieren Leid zugefügt wird. Wie gesagt, nur mit Tricktechnik, also nicht in Wirklichkeit. Oh ja, und dazu noch auch halt Elemente von Body-Horror, ich sag nur Füße. Oh ja, ja. Und dann eben halt auch die Sache mit den Esel und so weiter. Aber das hat mich eben auch so irritiert, wenn sie sich in Esel verwandeln. Und ich kenne den Clip aus dem Disney-Film. Das ist eine extrem intensive Sequenz, die immer so hochgebracht wird als eine, oh, die hat mich traumatisiert als Kind. Und hier ist das halbwegs gelungen rübergebracht. Aber die Musik ist so einfach nur verspielt und tüdelü darunter. Wo ich halt auch dachte, das ist irgendwie nicht die passende Begleitung dafür. Aber ansonsten war das alles relativ gelungen dann doch. Ja, also sonst für Kinder halt, ich glaube halt, die müssen ein bisschen mehr Geduld mitbringen, wie gesagt, weil ich fand das Pacing nicht ideal und halt einige, die Art und Weise auch, wie die Grille gestaltet ist, vor allem auch, was sie aus der, wahrscheinlich ist das auch der Vorlage geschuldet, weil die Grille verschwindet dann auch, ich glaube, so knapp nach der Hälfte komplett aus der Handlung und tut gar nichts mehr und wird hier auch direkt gleich in der ersten Szene, wo sie auftritt, wird ihr wehgetan und das Design war halt auch so seltsam und ich dachte, ach Gott, schräger Film. Ja, für Fans der Groteske und wer den auch sehr märchenhaft inspirierten Das Märchen der Märchen von Matteo Garrone mochte, der wird hier sicher sich gut amüsieren. Wer den anderen Film schon kompliziert fand, kann sich's vielleicht noch mal überlegen, ob er dem noch eine Chance gibt, dem Pinocchio. Yes, dann kommen wir mal zum insgesamten Fazit. Wer soll anfangen? Ich würde sagen, Ladies first. Ja, also ich gebe dem Film 4 von 4 Holznasen. Da er mir insgesamt trotz einiger Dissonanzen wesentlich besser gefallen hat als jede andere Pinocchio-Verfilmung, weil er nah an der Vorlage ist und gerade das, was an der Vorlage positiv ist, die Vorlage hat auch durchaus ihre Schattenseiten, nämlich dieses didaktische und pädagogische und leicht spießbürgermoralische. Aber trotzdem insgesamt ist das eine spannende und gelungene Verfilmung, auch virtuos im Design. Und ich denke, gerade Kinder, der Film ist sowohl für Erwachsene als auch Kinder geeignet, Kinder brauchen anspruchsvollere Filme. Und auch wenn manches sie erschreckt und verstört, werden sie diesen Film hoffentlich zu schätzen wissen. Also wenn ihr die Chance habt, den zu sehen im Heimkino oder vielleicht mit einem verspäteten Release, man weiß es nicht, irgendwann auch nochmal im Kino, schaut ihn euch an. Alles klar, ich musste ein bisschen kritischer in den Ring steigen und kann nur 3 von 5 Holznasen vergeben, weil ich fand ihn bei weitem nicht schlecht, ich fand ihn halt eher interessant. Ich fand halt, dass das Pacing hatte massive Probleme. Es wirkte für mich irgendwie so ein bisschen, diese verschiedenen Stationen, die irgendwie bedeutungsvoll sein sollten, wirken irgendwie so emotionslos runtergespult, sodass auch das Ende nicht wirklich diesen emotionalen Punch hatte, was es haben sollte, meiner Meinung nach. Wo ich irgendwie gedacht habe, das muss jetzt diese wahnsinnig tolle Wirkung haben und dann irgendwie, nö, dann verpufft es einfach irgendwie und dann hört's auf. Und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, wir gucken diesen Charakteren auf so einer großen Distanz zu, als würden wir das durch so ein fleckiges Fenster alles betrachten. Also ich fand's halt eben ganz seltsam, wir wurden einfach so auf Distanz gehalten zu diesen Figuren, obwohl wir halt ganz oft irgendwie auch von so räumlich extrem nah dran sind und all das. Also designtechnisch wundervoll, ich fand die Musik sehr gut, ich fand die Besetzung gut. Visuell war ich wirklich sehr angetan von dem Ding. Aber abgesehen davon halt, dass das Pacing war für mich ein Problem und ich konnte nicht komplett in diese seltsame Welt reinfinden, die das präsentiert. Deshalb gibt's von mir sehr, sehr lieb gemeinte
aber letztendlich doch nur 3 von 5 Holznasen. Also immer noch eine Sehempfehlung, wenn auch mit ein paar Einschränkungen. Ja. Und damit können wir uns eigentlich verabschieden. In der Tat, ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich hier wieder als Partnerin hatte, die sich noch ein bisschen mehr damit auskennt. Du hast wieder meinen Horizont um ein paar wirklich coole Punkte erweitert. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten werden wir sagen, yo, schaut auf eigene Gefahr, aber viel zu fürchten gibt's eigentlich nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für diese tolle Chance, wieder mit dir zusammen zu casten. Und damit sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht beim Lügen erwischen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!